Freunde, damit dann herzlich willkommen zurück bei eurem Tunefahr. Herzlich willkommen zurück zu New Nights at Freddy's. Und heute im Video müssen wir endlich nicht mehr uns die dritte Nacht antun, so wie im letzten und im vorletzten Part. Denn im letzten Livestream haben wir zusammen die dritte Nacht geschafft. Ich dachte mir dann, wir machen das im Livestream, damit wir nicht noch 5 Videos machen, in der wir uns die dritte Nacht angucken. Ist auch irgendwann peinlich, wenn man eine dritte Nacht so oft spielen muss, ne? Es gibt gewisse Grenzen, Leute. Aber Grüße gehen auf jeden Fall raus an alle, die im Livestream dabei waren. Wer nicht dabei war, ich bin enttäuscht. Aber wir haben eine ganze Menge coole neue Nächte freigeschaltet, ne? Die dritte Nacht war ja sozusagen die schwerste Standardnacht. Die war schon ziemlich schwer. Wir haben auch im Livestream ungefähr 1,5 Stunden dann nochmal gebraucht. Und wenn ich mir das hier aber angucke, hier steht nur Schwierigkeit 6 von 10. Das heißt, es wird irgendwann im Laufe von diesem Spiel noch schlimmer. Das macht mir ein bisschen Sorgen, aber nicht so schlimm. Wir schaffen das. Auf jeden Fall haben wir eine ganze Menge neue Nächte freigeschaltet. Die seht ihr oben. Wir haben hier irgendwie Purple. Dann haben wir Nächte Child, also Kind. Nächte Tod. Das klingt beruhigend. Und dann haben wir hier noch Nächte Lured. Nächte angelockt, wie auch immer, hier in der FNAF 3 Location. Sehr viele neue Sachen freigeschaltet. Und ihr seht hier unten, wir haben noch 5, 6, 7, 8. Wir haben noch mehr Abschnitte, die wir freischalten können, wenn wir die anderen Abschnitte ja auch schaffen. Also in diesem Game ist ultra viel drinne. Deswegen lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben auf dieses Video da, wenn ihr mehr davon sehen wollt. Natürlich Kanal abonnieren, damit ihr in Zukunft nichts verpasst. Auch wenn wir jetzt in den letzten irgendwie 7 Wochen, insgesamt 2 Wochen Ausfall hatten wegen Umzug und jetzt Corona, wollen wir trotzdem dieses Jahr noch 300 K.O.s erreichen. Deswegen, ich würde mich sehr freuen, wenn ihr ein Abo da lasst, wenn ihr noch keins da gelassen habt. Aber jetzt jetten wir erstmal rein in die neue Nacht hier im Abschnitt Kind. Bin sehr gespannt, worum es hier geht. Wir starten mal rein in die erste Nacht. Schwierigkeit 5 von 10. Ist also schon ein bisschen... Wenn 6 von 10 sehr schwer ist, ist das ja auch schon schwer. Ja? Wir schauen es uns mal an. Okay, Leute, wir sind jetzt hier in irgendeiner Location. Wir haben 10 Uhr. Wir haben eine Taschenlampe. Und können uns hier... Oh. Wir können hier jetzt zu den verschiedenen... Hi. Oh, das ist Foxy. Foxy-Bühne. Alter, was ist das für eine Nacht? Ich weiß auch nicht, warum ich zurückgekommen bin. Okay, wir müssen uns das mal alles anhören. Oh, Rockstar Bonnie. Was? Okay. Oh. Ja. Oh, wir haben ein Problem, Leute. Was? Okay, wir kriegen jetzt die ganzen Infos. Leute, ich höre mir das mal gerade alles an. Ich sage euch gleich Bescheid, was hier abgeht. Alles klar, Leute. Der Phone Guy hat uns vor allem den Tipp gegeben, wir sollen endlich aufhören, in die Location zu kommen. Aber da hat er auch auf jeden Fall recht. Keine Ahnung, was das hier andauernd ist, warum wir als zurückkommen. Also, wir haben scheinbar die Rockstar Animatronics heute Abend als Gegner, so wie sich das anhört. Die Animatronics wurden irgendwie remodelt und so. Wir haben Chica, Freddy, Foxy... Und Bonnie in Parts and Service haben wir schon gesehen. So, wir haben jetzt folgendes Problem. Wir müssen scheinbar zwischendurch Foxy hier drin abwehren. Und die einzige Art und Weise, wie wir Freddy abwehren können, ist, dass wir Freddy gar nicht abwehren können. Oh, da hinten kommt der Rockstar Freddy. Wir können uns nur vor ihm verstecken, indem wir Foxy quasi aus seiner Bühne rausschmeißen, ihn quasi, ja, besiegen, abhalten hier. Und dann müssen wir uns hier drin vor Freddy verstecken, Leute. Okay, ansonsten, Bonnie funktioniert wie Bonnie jetzt auch in den ersten Nächten. Wir müssen da hingehen, hören, ob Bonnie atmet und dann halt Tür zumachen oder leuchten. Das kennen wir ja schon. Und Chica auch, einfach nur gucken, ob Chica näher kommt und dann halt entsprechend leuchten. Oh, hat sich bewegt, habt ihr gesehen. Also alles eigentlich recht entspannt. Nur, ich sag mal, diese Freddy-Foxy-Mechanik, die macht mir ein bisschen... Hi! Die macht mir ein bisschen Sorgen, dass wir uns dann auf einmal... in der Bühne von Foxy verstecken müssen, so. Genau, Chica müssen wir so wegflashen. Schauen wir mal hier in die Bühne rein. Ist Foxy jetzt hier? Ah, und jetzt muss ich zumachen, ne? Und dann, ja, nochmal. Nochmal. Okay, dann ist er weg. Okay, lass mal kurz Freddy checken. Ah, hi, okay, er kommt langsam näher. Checken wir mal Bonnie. Oh!
Warum war denn da ein Endoskelett? Hä? Das stand, das hat der, da hat der Phone Guy nichts von erzählt. Wieso denn auf einmal ein Endoskelett? Hä, was war das denn? Hä, okay, aber egal. Das war scheinbar nur irgend so ein Jumpscare oder so, der da auf einmal reingekickt hat. War jetzt nichts Wildes. Wir leben ja noch. Aber das hat mich erschreckt. Okay, wow, hä? Wieso war denn auf einmal ein Endoskelett da? Was soll das denn? Was ein Schmutz. Okay, wir resetten mal schnell Foxy. Noch wer? Noch mehr, bitte. Wir haben 2 Uhr, oben rechts steht's. Okay, Foxy ist resettet, sehr gut. Wir checken gerade mal kurz Freddy nochmal. Uah, er kommt näher. Ich weiß nicht, ab wann ich mich vor ihm verstecken muss. Ab wann ist zu nah? Ich werde das jetzt mal testen, Leute. Ich gehe jetzt mal kurz zurück. So, warte. Ist das schon nah? Warte mal. Wir machen mal kurz die Bühne clear. Ich setze mal kurz Foxy komplett zurück. Ich mache nochmal zu, nur für Sicherheit. Zu, okay. Und jetzt verstecken wir uns hier drin, ne? Ist da... Oh. 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 Da war Freddy, er hat uns gesucht. Okay, also wenn er so nah dran ist, ihr habt es gerade gesehen, dann müssen wir uns auf jeden Fall verstecken hier drinnen. Also wenn er direkt hinter uns an dem Tisch steht, ab in die Bühne rein und verstecken. Okay, Alter, das ist ja richtig übel. Okay, gucken wir mal kurz in den Gang hier. Wir haben 3 Uhr jetzt, das ist gut, das ist strong. Warum ist da eine Tür offen? Ist Chica in der Tür drin? Geht Chica in den Raum dann rein, wie so eine Art Speicherpunkt, und von da aus kann sie weitergehen? Huh. Bonnie atmet schon wieder. Und jetzt sitzt Bonnie wieder. Okay, easy game. Okay, wir müssen mal schnell Chica checken, das macht mir Sorgen. Freddy kurz, ja, der ist da hinten. Moin. Servus, moin, grüß dich. Ich hoffe, alles ist cool. Oh, okay, wir flashen sie zurück. Goodbye. Alles klar, Chica einmal zurück in den Gang mit dem Strobolicht reingeballert. Easy game. Okay, wir checken Foxy schnell. Yeah. Aber ich finde es sehr cool, dass wir die Rockstar-Animatronics haben. Rockstar-Animatronics sind auch mit meinen Lieblings-Animatronics. Die sind sehr, sehr cool. Vor allem, seit wir damals so viel in Fredbear Archives mit denen zu tun hatten, wo wir uns da im Lagerhaus mit denen rumgeschlagen haben. Das war auch eins der coolsten FNAF-Games, was wir jemals hatten. Deswegen Rockstar-Animatronics finde ich sehr cool. Und oh... Rockstar Bonnie. Aber ich sag mal, vom Aggressivitätslevel her hält es sich in Grenzen, ist aber auch die erste Nacht. Von daher, oh, Chica war sehr nah. Von daher, ja, wird es, denke ich mal, auch nicht so schlimm werden erstmal, hoffentlich. Wir halten uns hier erstmal jetzt vom Leib hier. Hoffen, dass es klappt. Vielleicht kommen wir durch die erste Nacht sogar First Try durch. Wir haben jetzt 4 Uhr. Das könnte machbar sein, wenn wir Glück haben. Okay, wir machen wieder auf. Und, ja, okay, der Arm ist noch da, aber das ist nicht so schlimm. Den Arm kann Foxy ruhig behalten. Ne? Ohne Arm ist ja auch doof, ne? Lieber Arm dran. Ah, okay. Einmal Bonnie angeleuchtet. Müssen wir mal schnell Freddy checken. Ich glaube, Freddy ist schon sehr... Ah, hört ihr bitte! Ho! Oh. Schnell weg! Foxy, raus da! Geh zurück! Nein! Von wem haben wir jetzt einen Jumpscare bekommen? Ich habe keine Ahnung, wer uns erwischt hat. Ob es Foxy oder Freddy war, aber ich glaube Freddy. Das Game hat irgendwie gehangen, keine Ahnung. Oh Mann. Ey, wir waren so nah dran, die Nacht First Try zu schaffen. Aber sehr, sehr cooles Gameplay, wie ich finde. Sehr, sehr coole Systematik. Sehr, sehr coole Animatronics. Wir gehen nochmal rein. Die erste Nacht werden wir ja wohl schaffen. Okay, Leute, wir sind jetzt wieder hier in der Bühne. Verstecken uns vor Freddy. Wir haben 2 Uhr... Nachts? Müsste gleich umspringen auf 3. Warte, ist er weg? Ja, müsste gleich umspringen auf 3. Ich habe schon mal wieder ein bisschen vorgespielt, damit wir erstmal wieder... Ja, damit wir nicht die ganze Nacht nochmal machen müssen, ne? Aber ich glaube, die Systeme von den... Da, jetzt haben wir 3 Uhr. Die Systeme von den Animatronics haben wir jetzt ja, glaube ich, verstanden. Jetzt müssen wir nur einmal durchziehen. Einmal die Nacht durchziehen. Man muss halt offensichtlich Freddy doch ein bisschen... mehr im Auge behalten. Weil gerade als wir uns versteckt haben, war das auch schon wieder... sehr, sehr knapp. Ja, er war schon wieder direkt hinter uns. Da war ich schon wieder ein bisschen sehr unvorsichtig. So, Bonnie auch abgelenkt. Wir haben jetzt gerade natürlich erstmal Zeit. Wir haben ihn jetzt ja gerade erst abgewehrt. Ist jetzt zumindest ein bisschen entspannter, ja, sage ich mal. Zumindest ein kleines bisschen. Aber wir schicken jetzt erstmal Foxy wieder heim, damit wir Platz haben, damit wir uns verstecken können, falls wir es müssen. Jetzt gucken wir nochmal. Ja, Freddy ist da hinten jetzt erstmal. Okay. Ich denke mal, bis 4 Uhr werden wir jetzt gerade erstmal kurz Entspannung haben, bis er wieder bei uns hier ist, bevor er wieder attackieren kann.
Er braucht eine Weile, bis er hier vorne ist. Ne, Freddy ist ja jetzt, Freddy ist ja nicht mehr der Jüngste und auch nicht der Schnellste. Okay, schauen wir wieder bei Bonnie rein, wie es bei Bonnie aussieht. Bonnie... Ah, oh! Nein, ich hab vergessen, auf das Atmen zu hören. Wie kann... Oh nein, was für ein Anfängerfehler. Ah! Okay, Leute, ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir Foxy wirklich komplett aus der Bühne schmeißen müssen, wenn wir uns da verstecken wollen. Gerade als ich aus der Bühne rausgekommen bin, hat man Foxy fast komplett gesehen. Keine Ahnung, ob das so sein soll. So, aha, da atmet jemand. Okay, das war eben unser Fehler, Leute. Wir müssen auf jeden Fall immer darauf horchen, ob Bonnie hier im Raum schon wieder Asthma-Probleme hat oder ob alles Taco ist. Wenn wir das nicht machen und einfach da reinsteppen, kriegen wir miesen Jumpscare. Habt ihr eben selbst am eigenen Leib erfahren. Da müsst ihr auf jeden Fall aufpassen und auf das rasselnde Atmen von Bonnie hören, bevor wir da mit der Taschenlampe einen reinorgeln. So, und so wie wir gerade Foxy gesehen haben, haben wir Foxy eben auch gesehen, als ich aus der Bühne rausgekommen bin. Keine Ahnung, ob wir Foxy überhaupt wirklich komplett aus der Bühne rauskriegen müssen, damit wir uns verstecken können. Ist ein bisschen komisch, aber okay, werden wir vielleicht irgendwann mal testen. Aber jetzt versuchen wir erstmal überhaupt durch die Nacht zu kommen, Leute. Das ist jetzt schon der dritte Versuch, glaube ich. Der dritte oder vierte Versuch müsste das sein. Müssen wir jetzt mal ein bisschen konzentrieren hier. Ich mache die Bühne einfach mal wieder clear. Und ich will jetzt nichts sagen. Ich werde mich jetzt mal kurz umdrehen, aber ich glaube, wir müssen uns so direkt drin verstecken. Warte. Jupp. Ah, okay, rein da. Warte, wir leuchten mal kurz. Okay, alles ist clear. Da kommt er. Okay. Also, wenn er auf der Position ist, können wir auf jeden Fall immer in die Bühne reinsteppen. Wir haben jetzt 4 Uhr nachts. Und Freddy ist abgewehrt. Okay. Easy game, easy life. Okay, wir lassen den Arm gerade kurz da, weil ich muss erstmal gerade Chica loswerden, weil Chica steht kurz davor anzugreifen, bin ich überzeugt von. Warte. Jupp. Ja. Oh, weg mit dir. Alter, das war knapp. Okay, bei Chica müssen wir auf jeden Fall noch ein bisschen besser aufpassen. Okay, jetzt gucken wir gerade wieder bei Bonnie. Erst hören. Oh ja. Ja. Das hat auch gestunken ein bisschen. Das hat auch ein bisschen gestunken, der Atem. Das habe ich gerochen. Das Ekelvieh. Die Drecksau. Okay. Wir schauen mal hier in die Bühne rein. Wir leuchten. Oh, hi Foxy. Bühne zu. Oder Vorhang zu, besser gesagt. Wie sieht's aus? Ja, noch ein bisschen. Bisschen nach links noch, bitte. Ist er weg? Ja, ganz weg, bitte. Show ist vorbei. Okay, er muss erstmal gerade reichen. Wo ist Freddy? Okay, Freddy haben wir noch Zeit. Okay, alles cool. Wir resetten kurz Chica meine ich. Chica, wir haben 5 Uhr, Leute. Aber wenn wir es jetzt nicht schaffen, dann weiß ich auch nicht mehr. Ich gucke nochmal kurz Freddy. Okay, er ist eins näher, aber noch nicht so nah, dass wir uns verstecken müssen. Aber gleich. Wir müssen gerade raus da. Wir müssen gerade erstmal Foxy komplett loswerden. Bitte. Okay, muss reichen. Jetzt checken wir kurz on Bonnie. Come on. Ja. Oh! Wieso habe ich geleuchtet? Hä? Oh mein Gott. Was war das denn? Ey, da war ich ja gerade mal komplett Brain AFK. Hä, was war das denn? Okay, Leute, das Ganze sprengt jetzt hier gerade kurz ein bisschen den Aufnahmerahmen für diese Folge, sage ich mal. Am Anfang von der nächsten Folge werdet ihr das Ende von der ersten Nacht sehen, okay? Wir schneiden das einfach an den Anfang von der nächsten Folge mit dran, weil ich will die Nacht jetzt nicht nochmal spielen. Ich habe die Nacht gerade ganz schön oft noch gespielt, auch öfters mal, wenn es nicht im Video war. Deswegen würde ich sagen, schreibt mir mal gerne in die Kommentare, wie ihr die Nacht findet mit den Rockstar Animatronics. Gefällt mir nämlich richtig gut. Ansonsten gerne, Leute, wie immer, ersten Link in der Beschreibung auschecken, wenn ihr mich auf Instant Gaming supporten möchtet. Da gibt es Computerspiele so günstig wie sonst nirgendwo. Ansonsten sehen wir uns wie immer im nächsten Video. Könnt jetzt gerne wie immer hier drüben irgendein Video aussuchen. Gerne hier oben ein Abo dalassen. Auch hier unten den Roblox-Kanal supporten, ne? Da kommen auch jeden Tag 2 Videos, deswegen auf jeden Fall mal reinschauen. Und wir sehen uns wie immer im nächsten Video. Macht's gut und bis dahin.